Weiter geht's, meine lieben Aktienfreunde, mit den beliebtesten Sparplanaktien Deutschlands. Jetzt die Plätze 1 bis 4. Die Plätze 5 bis 10 hatten wir ja schon. Da waren tolle Dividendenaktien auch dabei mit hohen Dividendenrenditen. Jetzt geht es eher um hohe Kursgewinne. Wobei, das hat dieses Jahr nicht so richtig geklappt. Alle Aktien, die wir hier besprechen, haben Kursverluste von um die 30 bis 50% erleiden müssen. Das ist natürlich die Frage auch, ob man da nicht vielleicht das ein oder andere Schnäppchen machen kann, auch für einen Einmalkauf. Wir werden uns also insbesondere dann auf die Bewertung konzentrieren und auch auf die aktuellen Herausforderungen, die die Unternehmen so zu stemmen haben, weshalb sie auch vielleicht Kursverluste erfahren haben. Mein Name ist Thorsten Tiet, hier geht es ums langfristige Investieren. Ich mache mich gleich mal kleiner, damit wir mehr von der Fundamentalanalyse des Aktienfinders sehen können. Und los geht's. An der Stelle keine Kauf- und Verkaufsempfehlung, ist ja klar. Ermittelt wurde die Top 10-Liste übrigens von Trade Republic und sie wird repräsentativ sein für all das, was sich sonst in deutschen Depots tummelt. So, die Nummer 4 ist Google bzw. Alphabet. Und man sieht sofort hier, dass wir einen Knick haben bei der Gewinnentwicklung. Und man weiß auch wahrscheinlich, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, dass die Aktie relativ stark gefallen ist. Über 40% vom Allzeithoch verloren. Was auffällt, das ist, dass die Umsätze auch viel weniger stark laufen oder steigen wie in der Vergangenheit. Wir haben jetzt noch 6% geschätzt aufs laufende Geschäftsjahr, knapp 7% Umsatzwachstum. Auch im nächsten Jahr lediglich 8% prognostiziert. Und in den Jahren vorher, da war es eher so 20% plus. Im Corona-Jahr waren sogar über 40% Umsatzwachstum. Die Margen noch zusätzlich, die sinken sogar. Wenn wir uns hier die operative Marge angucken, dann ist die erst ganz stark während der wegen des Corona-Jahres gestiegen sogar, das Geschäftsjahr 2021 auch, und jetzt wieder gefallen. Und in Summe übersetzt sich das dann hier in ja, fallende, rückläufige Kursgewinne und dann natürlich auch Kursverluste. Was ist los bei Alphabet? Tja, wir haben zum einen natürlich Rezessionsängste und da wird dann zweimal überlegt, wie man den Werbedollar ausgeben soll, ob man überhaupt noch ausgeben soll. Insbesondere im Finanzbereich, wo insbesondere im Finanzbereich sind die Werbeausgaben stark rückläufig. Krypto, Immobilien da ganz stark, aber auch Versicherungen, Kredite beispielsweise. Und das ist ja genau das, wo man als YouTuber am meisten Geld kriegt. Also man kriegt ja, wenn man einen YouTube-Kanal hat im Finanzbereich, ich weiß, wovon ich spreche, kriegt man da viel höhere Klick per Kost. Als beispielsweise, wenn man jetzt irgendeinen Schminkkanal hat oder sonst einen anderen Kanal hat. Das heißt, das ist ein relativ lukrativer Werbebereich und gerade da brechen jetzt auch die Werbeeinnahmen weg. Allgemein haben wir jetzt natürlich auch noch eine Situation, aber das nur am Rande, wo es jetzt auch wieder Zinsen gibt, auch wenn der Realzins natürlich weiterhin negativ bleibt, sodass Aktien allgemein wieder eine Konkurrenz haben. In den USA kurzlaufende Anleihen, T-Bills und so weiter, geben jetzt um die 4%. Realzins ist negativ, aber nichtsdestotrotz nominal könnte es auch wieder interessant sein, sodass ein bisschen Geld von der Börse abgezogen wird. Als langfristige Investoren stehen wir da aber drüber und wollen wir auch ja wissen, ob das Unternehmen jetzt vielleicht ein langfristiges Investment ist oder vielleicht ein guter Kauf, weil eben gerade Geld abgezogen wurde und weil gerade es von der Wirtschaft her nicht optimal läuft. Bezüglich Alphabet haben wir noch ein Problem, das heißt ChatGPT, ich habe es hoffentlich richtig ausgedrückt, und das ist so ein Bot mit künstlicher Intelligenz, mit dem man sich unterhalten kann. Ich zeige das jetzt schnell. Und die Suchmaschine allgemein von Google, das ist das einzige Segment, mit dem Google wirklich Geld verdient. Was wir dann noch haben, ist ja die Google Cloud. Aber die macht ja nur Verluste, das wäre das hier, die Google Cloud. Auch das Einzige, was umsatztechnisch noch erwähnenswert wäre, außer dem Werbesegment hier. Und die Alphabets und so weiter machen natürlich noch mehr Verluste.
Und da brauchen wir jetzt erstmal nicht drüber reden. Und das ist das Kerngeschäft von Google, von Alphabet, die Werbung. Und wenn sie da Probleme kriegen, bisher hat man halt gesagt, die haben einen sehr starken tiefen Burggraben und die sind der Platzhirsch, den man so nicht verdrängen kann. Microsoft hat es ja auch nicht geschafft mit Bing. Das ist auch keine ernstzunehmende Konkurrenz in dem Sinne, dass sie denen irgendwann die Butter vom Brot nehmen. Was ich jetzt aber hier sagen möchte, ist, das ist ein Suchmaschinenergebnis. Müssen wir mal angucken, was sind die besten Aktien zum Beispiel. Also Leute geben dann normalerweise beste Aktien einfach nur ein. Und wenn man das macht, dann erkennt man, dass hier zum Beispiel ist People Also Ask. Also schon länger hat Alphabet erkannt, dass die Leute eigentlich oft nicht nach Internetseiten suchen, sondern sie suchen nach Antworten. Und man hat auch entsprechend dann die Ergebnisse so geändert, dass hier mehr Antworten ausgespuckt werden und dass zum Beispiel bei diesen Textauszügen, die da drin sind, oft auch schon die Antworten entweder enthalten sind und hier wird explizit darauf verwiesen, ja, andere Leute fragen auch nach. Also er hat erkannt, dass das quasi eine Frage sein soll, auch wenn es nicht nach einer echten Frage formuliert wurde. Ich habe nicht geschrieben, was sind die besten Aktien. Wenn man hier dann zum Beispiel nach Microsoft Dividende guckt, Microsoft Dividende sucht, da sieht man dann auch oft, alle akzeptieren, hier sind zum Beispiel wir und dann sind da auch schon so Snippets drin, wo explizit Fragen beantwortet werden, wo man dann gar nicht mehr auf unsere Seite gehen muss. Und das wird alles von Google unterstützt. Also dieses Frageschema, nicht, dass ich suche eine Webseite, sondern ich suche tatsächlich nach einer Antwort. Das ist ein Trend, den gibt es schon seit Jahren und der ist Alphabet auch bekannt und sie haben da entsprechend darauf reagiert. Wir haben jetzt hier keine Anzeigen, mit denen Google das Geld verdient. Wenn ich jetzt nochmal beste Aktien eingebe vielleicht, beste Aktien, dann kommen hier die Anzeigen und damit verdient Google eben Geld. Die Anzeigen tendenziell verschlechtern natürlich die Benutzererfahrung, weil es oft nicht das ist, was der Benutzer eigentlich sehen möchte. Da muss er erstmal hier scrollen. Also die komplette erste Seite ist erstmal quasi bezahlter Content und dann sind es andere Fragen. Du musst erstmal die komplette Seite runterscrollen, um zu den echten Ergebnissen zu kommen. Ja, und jetzt haben wir eben diesen Chatbot und den kann man auch fragen, was sind die besten Aktien? Und mit dem formuliert man richtig, was sind die besten Aktien, Fragezeichen, wenn man dann da drauf drückt, dann müsste jetzt irgendwas passieren. Ich habe die Kamera so, dass ich gar nicht sehen kann, was da unten eigentlich passiert. Ach, ich habe gar nichts geschrieben, okay. Also, was sind die besten Aktien, Fragezeichen. So, jetzt nochmal. An error has occurred, jawohl, super. Normalerweise käme da jetzt was. Ist Beta, wir machen mal einen Reload. Was sind die besten Aktien? Fragezeichen nochmal. So, und jetzt kommt was. Es gibt keine allgemeingültige Antwort darauf, welche Aktien die besten sind. Da war die besten Aktien, hängt von verschiedenen Faktoren ab, bla bla bla. Den finanziellen Ziel, also Anlagestrategie, Risikoprofil, Risikotoleranz des Investors, im Prinzip alles so Anlagestrategie. Der Marktlage, das stimmt auch. Und der Branche, in der die Aktie notiert ist, ja, okay. Jetzt weniger gesagt, oder ja, ein bisschen was, aber das, was vorher stand, war auf jeden Fall sehr sinnvoll. Einige Investoren bevorzugen Unternehmen mit bla bla bla. Also es ist schon ganz okay, was der hier schreibt. Und das sucht sich jetzt quasi, der hat die Informationen auch aus verschiedenen Finanzseiten zusammengetragen, mit Hilfe künstlicher Intelligenz und kondensiert da rein. Und hier haben wir jetzt natürlich keine Anzeigen und irgendwas, auch keine Webseiten. Aber wenn man jetzt hier anstatt da was eingibt und dann bessere Ergebnisse kriegt, dann liegt natürlich die Befürchtung nahe, also wenn ich das hier reinschreibe, ist das halt nicht ganz so toll, dass die Leute dann eher sowas benutzen, also so ein Chatbot. Und das ist jetzt die Angst, die die Aktionäre haben. Diese Chatbots, zumindest im aktuellen Stadium, haben jetzt aber auch noch Probleme. Also die haben keine direkten, keine aktuellen Ergebnisse, die sie anzeigen können. Also ich kann jetzt nicht schreiben hier, wie hoch ist die Apple
Dividende, Fragezeichen, da dürfte dann nichts rauskommen. Ja, die Dividende kann von Jahr zu Jahr variieren. Also man hat hier keinen Aktualitätsbezug, ich glaube es vom letzten Jahr oder so, da ist dann irgendwann Schluss. Und wir haben natürlich auch keine Originalquellen. Also man muss sich damit zufrieden geben, was der im Prinzip ausspuckt und man kann nicht weiter runtergehen. Das ist ja genau das ist ja der Riesenvorteil, den wir hier haben. Man kann dann, wenn man dann Informationen hat, auch egal wo die angezeigt werden, nochmal irgendwo draufklicken und dann kommt man noch tiefer runter in die Originalquelle. Und damit wird sich natürlich nicht jeder hier zufrieden geben. Auch Google soll bereits so ein Chatbot haben, sogar schon länger, der auf den Namen Alphabet, der auf den Namen Lambda hört. Aber das Problem ist natürlich, dass hier, wie will man das monetarisieren? Also wenn man jetzt quasi selber einen Chatbot macht, dann müsste man den irgendwie ganz intelligent hier reinbringen, damit weiterhin Anzeigen ausgespielt werden können. So wie es hier läuft, dann mit der graduellen Weiterentwicklung der Anzeige, der Suchergebnisse, wie es Alphabet schon seit Jahren gemacht hat, das würden sie sicherlich gerne weitermachen. Und sie werden sich sicherlich aber auch Gedanken machen, wie sie so auf die Gefahr eines Chatbots reagieren können und dann gegebenenfalls auch hier diesen monetarisieren können, um auch dort dann Anzeigen zu schalten. Schwer zu sagen, wie sich das entwickeln wird. Was man eben sagen kann, ist, dass das Management von Alphabet um die potenzielle Gefahr erstmal von dieser Technologie weiß und entsprechend auch reagieren wird. Ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, es ist nicht davon auszugehen, dass innerhalb Monaten das überhaupt einen Einfluss hat, aber wahrscheinlich im nächsten Geschäftsjahr nicht. Das ist eher so eine Art es ist halt einfach die Befürchtung da, dass da was kommt bei den Aktionären. Das ist relativ neu und deshalb ist jetzt die Befürchtung erstmal groß, weil das jetzt die Aktionäre erstmal aufgeschreckt hat. Aber Panik ist definitiv nicht angebracht. Das ist so ähnlich wie damals, als Amazon, als Disruptor wahrgenommen wurde, dann hat man gesagt, oh Amazon, jetzt gehen Sie in den stationären Einzelhandel oder jetzt verkaufen Sie Drogerieware oder jetzt steigen Sie ins Apothekenbusiness ein und dann immer die Aktien von den Unternehmen, die dann da betroffen waren, weil sie da schon tätig waren, die haben dann erstmal deutlich abgegeben. Und im Nachhinein kam es dann immer halb so schlimm, falls überhaupt. Man hat ja auch gesagt, der Onlinehandel disruptiert den stationären Handel und so weiter. Also wenn da erstmal Panik ist, weil was nur ein neuer Trend erkannt wurde, dann war es in Summe eigentlich meistens richtig, dann das Dip zu kaufen, ich sag's mal so. Weil nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und das ist meistens dann auch so gekommen. Jetzt aber mal zur Bewertung. Da haben wir hier den fairen Wert der Aktie und dann können wir ja mal schauen, ob Alphabet günstig bewertet ist. Wir könnten, was nehmen wir denn da? Dann nehmen wir den bereinigten Gewinn und legen den mal drüber. Das ist jetzt auf die letzten 10 Jahre hier. Zoomen wir auch gleich mal rein. Und da sieht man dann tatsächlich, dass in der Vergangenheit das gut geklappt hat. Auch der Kursanstieg war durchaus begründet, war nachvollziehbar, weil auch der bereinigte Gewinn so stark gestiegen ist von 3,72 auf über 6,50 US-Dollar. Und wenn wir jetzt einfach mit der historischen Bewertung von knapp 20 gucken, knapp 20 ist jetzt nicht jenseits von Gut und Böse, würde ich sagen, dann hätten wir hier einen fairen Wert momentan von 110 US-Dollar bei einem Aktienkurs von 87 US-Dollar. Also das klingt erstmal attraktiv und da sieht man dann auch die Skepsis, aber auch das geänderte Marktumfeld, das die Börse da jetzt eingepreist hat. Man kann runtergehen, wenn man möchte. Man hätte ansonsten, wenn man es einfach so für bare Münze nimmt, ein Kursaufholungspotenzial von 37, 38% bis zum Ende
2023, also innerhalb nur eines Jahres. Man kann seine Zweifel hier einfließen lassen, sagen auf der einen Seite, es gibt ein potenzielles Risiko von über ChatGPT, wir werden in eine Rezession kommen, die Ergebnisse werden erstmal nach unten gehen und es wird auch so prognostiziert, dass wir hier erstmal ein schwächeres Gewinnwachstum haben, wobei das Gewinnwachstum soll weiter dann auch nach hinten raus wieder ordentlich Fahrt aufnehmen, wie es vorher auch war. Aber wir haben jetzt erstmal quasi eine Rezessionsstelle, die vielleicht auch länger dauern kann. Man weiß es ja nicht. Dann könnte man auch ein bisschen tiefer stapeln. Wir lassen mal hier den Fernwert und könnte mal sagen, okay, ich bin ein vorsichtiger Mensch. Ich rechne eher damit, dass die Aktie wieder so etwa auf 100 Dollar steigt. Der Aktienkurs wäre aber auch schon eine Rendite von 15%. Also man sieht, es ist schon günstig und die Alphabet-Aktie fundamental jedenfalls. Und wenn man daran glaubt, dass das Werbegeschäft verteidigt werden kann, dass der Burggraben nicht austrocknet, dann ist Alphabet durchaus ein erfolgversprechendes Investment. Die nächste Aktie ist noch bekannter oder noch etwas größer und das wäre Microsoft. Microsoft hat noch höhere Marktkapitalisierung, hat 1,7 Billionen Euro Marktkapitalisierung, Alphabet 1,15 Milliarden Euro. Und die zahlen jetzt auch eine Dividende von 1,1%, nicht so besonders hoch, aber immerhin. Microsoft, also absolut gut aufgestellt, das sage ich jedes Mal, lass mir auch nicht nehmen. Müssen wir erstmal zu Microsoft gehen, mit den drei Segmenten. Und ja, die haben die Cloud, verdienen mit der Cloud Geld. Alphabet verliert ja mit der Cloud Geld. Die haben Productivity and Business Processes. Da ist bei, da sind die ganzen Server drin. More Personal Computing. Productivity and Business Processes. Da ist zum Beispiel Office ist da auch drin. Und dann haben sie noch More Personal Computing. Beispielsweise Xbox, Windows-Lizenzen werden da drin sein. Und die sind sehr schön horizontal aufgestellt. Die haben sehr schöne Synergieeffekte nebeneinander. Beispielsweise kann man ja Office auch in der, die Office Suite, also Excel und so weiter, auch in der Cloud verwenden. Und ist wirklich, wirklich gut. Nichtsdestotrotz hat auch die Aktie von Microsoft an Wert verloren. Vom Allzeithoch haben wir hier abgegeben knapp 30%. Und auch hier ist die Frage, ob die Aktie vielleicht jetzt günstig bewertet ist. KGV sehen wir hier schon von 23,5. Auch das ist also kein KGV, wie wir es noch während des Tech-Hypes hatten, von 100 oder noch höher, falls die Unternehmen überhaupt Gewinn gemacht haben. Wir haben ja nur solide Unternehmen, die Gewinne erwirtschaften. Gucken wir uns mal den Gewinnverlauf an. Das sehen wir auch, dass wir einen leichten Rückgang haben beim bereinigten Gewinn, das heißt das Geschäftsjahr jetzt, sieht man auch hier in den roten Zahlen, läuft nicht so gut. Ja klar, die verkaufen halt auch, wenn jetzt weniger PCs verkauft werden, was momentan der Fall ist, dann werden auch weniger Windows-Lizenzen beispielsweise verkauft, während andere Bereiche wie die Cloud immer noch sehr, sehr stark wachsen mit 30% plus Umsatzwachstum. Und die Delle ist auch relativ moderat, noch etwas moderater fällt sie aus als bei Alphabet. Und auch die Margen, wenn man sich die mal anguckt, die laufen eher seitwärts. Bei Alphabet ging die ja nach unten. Also Microsoft ist da stärker aufgestellt. Und übrigens hat es auch Microsoft im Cloud-Business, machen die auch Boden gut, sie sind Nummer 2. Momentan mit einem Marktanteil von 21%. Nummer 1 ist Amazon. Die Amazon ist etwas stärker aufgestellt im Cloud-Bereich. Das sind die aktuellen Zahlen. Die halt noch 34%. Wir kommen auch noch auf Amazon zu sprechen. Microsoft hat aber, wie gesagt, schon den Anteil ausgebaut. Noch vor 4 Jahren hatten sie nur 15% Anteil. Und jetzt eben die 34%. Hier übrigens Alphabet mit 11%. Nun, was gibt es noch? Es gibt noch die geplante Übernahme bei Microsoft von Activision, die auf kartellrechtliche Bedenken stößt.
von der Federal Trade Commission, die, und das kann durchaus scheitern, weil Wettbewerber wie beispielsweise Sony sehen dann den freien Wettbewerb behindert, wenn Microsoft Activision den Spielehersteller übernehmen kann für über 60 Milliarden US-Dollar. Da muss man mal gucken, was passiert. Aber auch wenn das nicht stattfindet, tut es der Aktie langfristig meines Erachtens keinen Abbruch. Also hier ist keine fundamentale Bedrohung da, wie man sie sich bei Alphabet zurechtlegen könnte über ChatGPT. Also Flux in die Bewertung reingeschaut. Und das Schöne wie bei einer Aktie wie Microsoft ist, man kann die eigentlich mit allem bewerten. Ne? Wenn wir hier alle fairen Werte einblenden, bei der Dividende, okay, jetzt weniger, weil die Dividende, die ist auch sehr niedrig. Aber ansonsten sehen wir, dass die ganzen fairen Werte hier relativ nah beieinander liegen. Wir sehen auch, dass wir hier diese Übertreibung hatten nach oben, wo sich die Aktie über mehrere Jahre, 3 Jahre, vom fairen Wert entfernt hat. Und jetzt haben wir wieder die Annäherung hier. Wir sehen aber auch, das muss ich sagen, dass wir bei Microsoft 2 Phasen hatten, beziehungsweise die Bewertung kürzen müssen, weil das Microsoft war ja mal ein Dinosaurier und so richtig Fahrt aufgenommen hat sie ja erst, nachdem der CEO Ballmer weg war. Und das war dann so im Jahr, da gucke ich mal kurz, jetzt hier das Gewinnwachstum an, 2016. Wir haben hier im Jahr 2015 Gewinneinbruch gehabt. Das auch hier nochmal zeigen. Also hier eine Stagnationsphase, sieht man sehr schön. Und hier dann erst so ging es wieder nach oben. Ab das Jahr 2016, da werden wir mal die Bewertung machen. Dann müsste da dann der Markt die Aktie auch wieder höher bewertet. Machen wir mal hier. Und dann geht der faire Wert ein bisschen nach oben. Und dann sieht man aber prinzipiell immer noch dasselbe. Nämlich hier eine Überbewertung über mehrere Jahre. Und jetzt wäre die Annäherung an den fairen Wert der Aktie. Der faire Wert, die haben wir mittendrin Geschäftsjahr. Basierend auf dem 30.06., wenn das Geschäftsjahr das laufende zu Ende wäre, wäre hier irgendwo bei um die 220 US-Dollar. Die Aktienkurse sind momentan 237 US-Dollar. Das heißt, wir haben ja erstmal ganz kurzfristig, könnte es noch ein bisschen weiter fundamental begründet so nach unten gehen. Aber man sieht dann, dass wir, dazu mal rein, schon ein Geschäftsjahr weiter, also in ungefähr 1,5 Jahren dann, wirklich, dass die Aktie dann den fairen Wert, den Aktienkurs den heutigen erreicht hat. Und dann hätten wir schon eine positive Renditeerwartung aufs Jahr, 4,7%. Ist jetzt nicht so viel, aber dank eines Gewinnwachstums im zweistelligen Bereich von um die 12-14%, das finde ich sogar den niedrigsten fairen Wert, nämlich geht es immer weiter nach oben und gleicht sich dann mit längerer Haltedauer immer länger diesen 10% plus an, da wären es dann schon 7,1%. Ein bisschen was Dividende und das meiste Kursgewinne. Also Microsoft, eine ganz tolle Aktie, meiner Meinung nach. Geschäftsmodelle intakt und so sehr gut als Sparplanaktie geeignet. Das wäre die Nummer 3. Die Nummer 2 ist Apple. Die holen wir uns jetzt auch mal noch rein. Machen wir mal AAPL, damit es eindeutig wird. Das wäre die Nummer 2. Die haben eine noch höhere Marktkapitalisierung. Die haben 1,97 Billionen Dollar Marktkapitalisierung. Haben aber auch Kursverluste erlitten. Das sieht man hier. 27,5%. Sich relativ gut geschlagen, sogar einen Tacken besser als Microsoft. Wenn man sich also die Gewinnentwicklung ansieht, sieht man dann auch, hier haben wir jetzt einen Seitwärtslauf. Also fast die beste Gewinnentwicklung von allen im laufenden Geschäftsjahr, weil bei den anderen vorherigen Unternehmen ging es so ein bisschen nach unten. Nichtsdestotrotz, schauen wir mal hier, haben wir auch hier eine Verlangsamung. Also auch ein Geschäftsjahr, wo es nicht so gut läuft. Der bereinigte Gewinn soll nur um 2,2% wachsen, nachdem wir ein ganz starkes Jahr gehabt hatten hier vorher. Wobei das vorherige Geschäftsjahr, Moment, ich muss mal gucken. Ja, das war das vorherige Geschäftsjahr hier noch. Genau. Ja,
richtig. Und? Nee, das war schon das vorvorherige Geschäftsjahr. Da lief es sehr stark. Und dann haben wir jetzt hier eine kleine Stagnationsphase. Bei Apple gibt es was zu berichten. Da gibt es ja Probleme in China. Foxconn ist der Auftragsfertiger, einer der wichtigsten Auftragsfertiger, der wichtigste Auftragsfertiger von Apple. 70% der iPhones ungefähr kommen von Foxconn. Und da gibt es ja jetzt in China Probleme. Und da gab es auch richtige Revolten, das habt ihr sicherlich mitgekriegt, bei Foxconn. Und zwar gab es noch im Rahmen der Zero-Covid-Strategie im Prinzip Quarantäne. Das heißt, den Arbeitern wurde gesagt, sie sollen in der Fabrik bleiben, wurden dann da getestet. Das war so eine Art Closed Loop, nannte man das, was beispielsweise auch andere Unternehmen wie Tesla gemacht haben dort. Allerdings lief es bei Foxconn nicht friedlich ab. Es kam zu Ausschreitungen, die Bilder sind ja auch um die Welt gegangen. Unter anderem auch noch aufgrund ausbleibender Prämienzahlungen. Und das hat zu Verlusten geführt in der Produktion, also Produktionsausfällen. Und das wiederum kam zu einer ganz blöden Zeit, nämlich im Vorweihnachtsgeschäft, und hat den Aktienkurs zusätzlich belastet. Man sieht ja auch hier, dass in den letzten Monaten nochmal relativ deutliche Kursverluste die Aktie hat hinnehmen müssen, von gut $150 haben wir noch gekostet, Anfang November jetzt auf die $130. Ansonsten macht Apple aber eine ganz gute Figur. Man sieht hier das iPhone nach wie vor Umsatzträger Nummer 1, für über 50% der Umsätze verantwortlich. Aber das Services-Geschäft, der Umsatz mit dem goldenen Käfig so ein bisschen auch, jedenfalls softwaretechnisch, nimmt immer weiter zu und liegt jetzt bei ungefähr schon 20%. Das geht also alles soweit in die richtige Richtung. Gehen wir auch gleich zur Bewertung über. Gehen wir hier in den fairen Wert, zoomen nochmal ein bisschen raus. Und da können wir dann auch den Standard mal nehmen. Nochmal hier den fairen Wert uns anzeigen lassen. Wir haben den jetzt hier, ein bisschen kleiner machen. Ab wann bewerten wir die Aktie hier? Man sieht, wie sie immer teurer geworden ist vom KGV her. Sieht man auch schön bei den Multiples vermutlich. Hier ist das KUV jetzt gerade eingeblendet. Man sieht, wie die Aktie immer teurer geworden ist. Ich blende mal noch hier. Lange Zeit hatten wir hier so ein KUV von 3,3 ungefähr. Und dann jetzt ab dem Jahr 2017 ging es nochmal richtig nach oben mit einem KUV von teilweise über 7. Warum ist die Aktie ab 2017 auch nochmal deutlich teurer geworden? Das Gewinnwachstum ist nicht dynamischer gelaufen. Das war, denke ich, auch so die Zeit, wo man gesagt hat, Aktien sind alternativlos. Das iPhone kam ja schon deutlich früher. Wir lassen mal den Zeitraum so, wie er ist. Man sieht, dass es auf die ersten Jahre wunderbar geklappt hat. Und dann später, auch so ähnlich wie bei Microsoft, ab 2019 hier in dem Fall, hat dann die Apple-Aktie stark zugelegt, ist im fairen Wert davongelaufen. Nicht so wie bei Alphabet beispielsweise. Und jetzt haben wir die Korrektur. Und wenn man jetzt sieht, dass wir momentan einen 21er KGV haben, das klingt ja auch nicht so teuer, also die sind alle so um die 20%, die Aktien. Da müssen wir auch mal gucken, was wir für ein Gewinnwachstum zu erwarten haben. Und das ist relativ schwach oder moderat ausgeprägt. Wir hatten immer mal wieder starke Jahre bei Apple gehabt, wo der Gewinn richtig hochgesprungen ist, wie hier plus 40% im Jahr 2015, die dann aber immer wieder von schwachen Jahren bei der Ergebnisentwicklung gefolgt waren, wie hier dann 2016 oder hier ein Sprung 2018, dann schwaches Jahr 2019. Wir können jetzt hier rechnen mit mittlerem einstelligen bis niedrigem zweistelligen Gewinnwachstum, also relativ moderat. Und tatsächlich war ja auch der Schnitt bei der Bewertung von Apple nur 16,5 auf die letzten 10 Jahre, momentan 21. Und das führt dazu, dass wir hier immer noch eine relativ sportliche Bewertung haben, aus der Sicht, die man im Prinzip schon
argumentativ versuchen müsse zu widerlegen, um dann auf einen höheren, fairen Wert zu kommen. Man müsste dann zum Beispiel sagen, was mir jetzt einfällt, der Services-Bereich, nochmal zurück, der Services-Bereich, der wird ja immer umsatzstärker und der hat aber der hat höhere Margen als die anderen Bereiche. Werden hier die Margen angegeben? Nein, Apple gibt es, oder hier werden sie nicht angegeben. Aber man sieht, dass es relativ langsam wächst, der Services-Bereich. Er wächst zwar um 10 Milliarden Dollar innerhalb eines Geschäftsjahres, aber insgesamt machen wir halt fast 400 Milliarden Dollar Umsatz. Das heißt, das wirkt sich jetzt nicht unbedingt auf die Margen sofort positiv aus, auf Gesamtunternehmensebene bezogen. Das sieht man ja auch hier, sollen die Margen sogar leicht sinken. Also, mir fällt da jetzt kein Grund ein, warum da der Gewinn stärker steigen sollte, wie das, was hier prognostiziert wird. Insofern halte ich dann auch, bin ich auch relativ skeptisch, was so die Kursgewinne jetzt in der nächsten Zeit angeht, ob man da nochmal mit deutlich höheren Kursgewinnen rechnen kann. Vielleicht im Gegenteil, jetzt mal eher, dass die Aktie noch ein bisschen konsolidiert. Geschäftsmodell bei Apple aber einwandfrei an sich. Sie werden weiterhin viel Geld verdienen, also ein fundamental natürlich absolut gesundes Unternehmen. Faktisch schuldenfrei, ganz starker Cashflow und vermutlich werden sie auch weiter noch Aktien zurückkaufen, um so durch Aktienrückkauf die Kennzahlen zu pushen und die Aktien und den Aktienkurs damit zu pushen. Kurzfristig, mittelfristig, aufs nächste eineinhalb Jahre, zwei Jahre, will ich jetzt aber nicht davon ausgehen, dass die Aktie durch die Decke geht. Ist aber nur meine Meinung. Und dann haben wir die Nummer 1, die beliebteste Sparplanaktie Deutschlands, und das ist Amazon. Amazon, Marktkapitalisierung momentan unter 1 Billion jetzt, 808 knapp Milliarden Euro. Tja, und bei Amazon, das sehen wir hier, im Gegensatz zu allen anderen Aktien, wo es auch mal ein bisschen nach unten ging bei der Gewinnentwicklung, aber hier wird sogar ein Verlust prognostiziert. Und ja, im Onlinehandel, der ist natürlich brutal. Der Onlinehandel ist margenschwach. Die machen ja die meisten Umsätze, hier sieht man es ja, im Segment Online-Stores und Third-Party-Seller-Services, das heißt Amazon Marketplace in erster Linie. Und was dann margenstark ist, ist Amazon Web Services. Da habe ich ja gezeigt hier, dass die noch immer noch der Platzhirsch sind, auch wenn Microsoft aufgeholt hat. Aber im Gegensatz zu Microsoft hat Amazon viele relativ kleine Kunden. Ein Drittel ihrer Kunden im Cloud-Bereich haben weniger als 100 Mitarbeiter, sind auch oft relativ margenschwach und leiden mehr durch die Rezession als bei Microsoft Azure, die Cloud-Kunden. Und der Onlinehandel leidet ja extrem stark. Und weil er eh schon margenschwach ist, sieht man hier dann, was dann dabei rauskommt. Die Margen haben sich halbiert, die operative Marge hat sich halbiert. Das führt dann zu horrenden, also zu Verlusten beziehungsweise zu einer rückläufigen Gewinnentwicklung. Wenig überraschend, dass in dem Umfeld auch Amazon richtig hat federn lassen müssen. Der Kurs hat sich mehr als halbiert und man sieht auch, dass Amazon tatsächlich auf Jahressicht die schlechteste Performance abgeliefert hat mit den hier -51%, was wir auch. Und hier sehen wir sogar 55%, wenn wir ein bisschen anderen, wenn wir hier vom Allzeithoch ausgehen. KGV hier bei 27, das heißt nicht, dass die Aktie teuer bewertet ist, das heißt einfach nur, dass der Gewinn winzig ist. Der bereinigte Gewinn, KGV 76 sogar, der bereinigte Gewinn fällt noch höher aus als der bilanzierte Gewinn, das sieht man hier, weil da verzerrende Faktoren weg sind. Wenn wir die Aktie bewerten, können wir es gerne mit dem bereinigten Gewinn probieren. Würde dann eher entsprechend so aussehen. Man sieht schon, dass es jetzt out of the box nicht so gut funktioniert. Man könnte den fairen Wert Umsatz reinnehmen und der sieht doch schon deutlich ruhiger aus. Hier blendet man jetzt aus, dass die Margen sich stark unterschiedlich, also dass die Margen stark gefallen sind. Und wenn man den fairen Wert anhand des Umsatzes nimmt, kann man das tun, wenn man davon ausgeht, dass sich die Margen wieder erholen werden. Dass sie also wieder auf
ein Niveau kommen, das wir auch in der Vergangenheit schon hatten, beziehungsweise dass sie nicht, ich sag's mal andersrum noch, vielleicht ein bisschen treffender, nicht jetzt für alle Zeiten tiefer sind, als sie früher gewesen sind, wo ja den durchschnittlichen fairen Wert quasi dann ermitteln. Tatsächlich ist es der Fall, dass die jetzigen 2,7% Marge auch schon früher im Jahr 2017 gültig waren, wir teilweise auch noch niedrigere Margen gehabt haben. Das heißt, aus der Perspektive könnte man das nehmen. Man könnte vielleicht auch den operativen Cashflow nehmen für die Bewertung der Aktie. Das haben wir früher immer getan, bevor Amazon angefangen hat, beträchtliche Gewinne zu machen. Das ist immer, Amazon tut nicht auf Gewinnmaximierung abzielen, sondern die wollen andere Unternehmen disruptieren und wachsen, 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 wachsen. Das könnte man auch probieren. Den blenden wir mal ein. Das ist halt das Schöne, wenn man unterschiedliche Möglichkeiten hat, um eine Aktie zu bewerten. Und da sieht man, dass der faire Wert sehr lange ein sehr guter Indikator gewesen ist, der faire Wert des operativen Cashflows, um zu ermitteln, ob die Aktie über- oder unterbewertet ist. Und jetzt haben wir momentan gleichen fairen Wert wie das KUV, aber danach gibt es eine riesige Spreizung. Warum gibt es eine riesige Spreizung? Weil der operative Cashflow bald Allzeithochs erreichen soll, hier, während der Umsatz gemächlich weiter wächst. Der operative Cashflow kann natürlich viel stärker steigen als der Umsatz, wenn die Margen wieder steigen. Und das soll ja hier passieren, laut Prognosen, also Analysten. Kann natürlich passieren, wenn die Rezession überwunden ist und wieder mehr Online, also der Onlinehandel wieder mehr abwirft. Da spielen noch andere Dinge Rolle, wie das Subscription Service und so weiter. Das heißt, die Anzeigen, die geschaltet werden von Händlern, um relativ weit oben zu stehen, oder jetzt in so Teil so ähnlich fast wie das Werbegeschäft von Alphabet. Nur, dass es halt bei Amazon prozentual weniger ausmacht. Da kann man ja hier sehen, Subscription. Ne? Subscription Services hat 32 Milliarden gemacht im letzten Geschäftsjahr. Gut, zurück zur Bewertung. Ich würde jetzt ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Ich würde jetzt hier nicht den operativen Cashflow nehmen, sondern ich würde einfach mal vom fairen Wert Umsatz ausgehen. Und da sieht man dann aber schon, dass die Amazon-Aktie jetzt erstmal deutlich unterbewertet scheint. Ich würde dann hier auch noch mal eine Vorsichtsmaßnahme machen. Der faire Wert würde hier aufs Ende des nächsten Geschäftsjahres dann bei 136 US-Dollar liegen und die Aktie kostet 83 US-Dollar. Kann auch hier sein, dass die Rezession länger dauert. Auch Amazon ist sehr empfindlich gegenüber Rezession, auch im Cloud-Geschäft empfindlicher als Microsoft. Da wir nicht wissen, wie lange so eine Rezession geht, würde ich auch hier deutlich tiefer stapeln. Und deshalb hier kann man die tiefer von den 136 US-Dollar runtergehen, wir hilft Ihnen auf zum Beispiel 110 US-Dollar und gucken, was für eine Renditeerwartung man noch hat. Aber auch da kann sogar noch 30% quasi Kursaufholungspotenzial. Und selbst wenn man nur auf 100 US-Dollar geht, wären es 19%. Und wenn man sagt, die 100 US-Dollar erreichten wir erst in 2 Jahren, dann hätte man 9,2% Rendite. Alles ausschließlich Kursgewinne. Also bei Amazon ist viel eingepreist. Amazon hat es so stark und erwischt fundamental wie kein anderes der Top 4 Unternehmen, die wir hier jetzt gecovert haben. Aber Amazon hat es auch den Aktienkurs dermaßen nach unten gezogen, dass die Aktie jetzt tatsächlich günstig bewertet scheint. Und wenn man dann entsprechendes Sitzfleisch hat, mit einer entsprechend positiven Rendite rechnen kann. So, meine Freunde. Das waren die Plätze 1 bis 4 der beliebtesten Sparplanaktien Deutschlands. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr könnt mir gerne mal schreiben in den Kommentaren, welches eure Favoriten-Sparplanaktie ist. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Jahr vermutlich zum neuen Video. Ich wünsche euch einen guten Rutsch in ein hoffentlich leichteres und ganz erfolgreiches Börsenjahr 2023. Ciao!